Akko, die alte Hafenstadt der Kreuzritter. Heute eine der gemischten arabisch-jüdischen Gemeinden im Norden von Israel. Mittendrin in bester Lage ein kleines, aber sehr feines Fischrestaurant. Uri Buri heißt es, so wie sein Besitzer und Chefkoch. Der sieht mit seinem weißen Rauschebart ein bisschen so aus wie der Mann, der zu Weihnachten die Geschenke bringen soll. Doch die Leidenschaft des 78-Jährigen heißt Kochen. Und zwar ausschließlich Fisch und Meeresfrüchte. In seiner Küche sieht das alles ganz einfach aus. Grobes Salz, etwas. Und dann den Fisch einfach mit der Hautseite. Das ist sehr einfach. Ausschließlich frischer Fisch, ein paar Gewürze und wenige ausgewählte Zutaten. Das ist das Geheimnis seiner Küche. So einfach wie möglich. Wir haben in der Küche erstmal alles, was hier gemacht wird, esse ich gerne. Das Zweite ist, dass nichts in dem Teller ist, was nicht essbar ist. Uri Buri reiste um die halbe Welt, lebte in einer Kommune in Hamburg, probierte dies und das aus. Dann fand er seine Bestimmung. Was ist für Sie die Faszination beim Kochen? Dass man immer neue Sachen machen kann. Wenn man ein Busfahrer ist, dann fährt man mit dem Bus. Dann hier und da wechselt man eine Linie, aber man trifft dieselben Leute und dieselben. Hier ist es eine Kreation, die man immer weitermachen kann. Man kann immer entwickeln. Seine Mutter wuchs in Berlin auf, Uri Jeremias, wie er eigentlich heißt, an der Nordküste Israels. Dort fing er schon als Junge so viele Fische, dass er den Spitznamen Uri Buri bekam, Uri die Meeresche. Für seinen einzigartigen Kochstil bekam er 2020 den Deutschen Kochbuchpreis. Im Restaurant arbeiten besonders viele arabische Israelis, so wie Lamar, die meisten seit vielen Jahren. Uri Buris ganz persönliches Integrationsprojekt in einem Land, in dem sich Moslems und Juden oft spinnefeind sind. Es zeigt, dass es Hoffnung gibt, dass wir alle zusammenarbeiten können. Es ist eine Institution in der Altstadt. Ein so erfolgreiches Restaurant, geführt von Uri, wo Araber und Juden zusammen angestellt sind. Ganz gleich, welcher Nationalität, Religion oder sonst was sie angehören. Und das funktioniert. Dennoch trafen die arabisch-jüdischen Unruhen im Mai 2021 auch Uri Buri. Ein Mob von Arabern brannte sein Restaurant nieder. Uri Buri baute alles wieder auf. Hassgefühle sind ihm fremd. Das waren nicht Araber. Das waren schlechte Leute. Ich sage, es waren keine Araber, es waren Leute, die gegen meine Arbeit, die haben in meinem Erfolg eine Drohung gesehen. Ja? Dass, wenn alle zusammen leben können, da sind die Radikalen, die haben keinen Platz. Wie sehr Uri Buri für das friedliche Zusammenleben steht, kann man bei einem Spaziergang mit ihm durch die Altstadt erleben. Die Araber hier schätzen ihn. Immer wieder hören wir, Uri Buri ist der Beste. Der versteht nicht nur was von Fisch, sondern auch von Menschen. Ein Produkt, mit dem kann man mehr erreichen als mit Kanonen und mit Tanks. Und das ist Respekt. Nebenbei führt Uri Buri ein Hotel, betreibt ein Start-up für künstliche Proteine und. Er habe noch so viele Ideen. Wir haben viele Sachen vor und ich sage immer, ich lebe, als ob ich noch 100 Jahre zu leben habe. Und wenn ich mich geirrt habe, nimmt mich vor Gericht.